Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Warum ist hier Nacht? Hallo? Was ist denn das für ein Start hier? Wieso? Ich erinnere mich, dass wir definitiv nicht... Oh, was denn jetzt? So, dann werde ich mal ganz schnell nach Hause. Ja, komm her. Scheiß Spinne, du kriegst auch noch mal einen drauf. Wow, gut schlafen. Nein, ist ein Monster in der Nähe. Nein, ich schon wieder! Oh, das kann doch so! Was ist denn hier los? Hau ab, Mann! Was ist denn los mit euch? Wieso ist hier Nacht? Ich verstehe das nicht. Kann ich schlafen? Boah, danke schön. Was ist denn das für ein Start? Was soll denn das? Schon wieder, komm her. Du, komm mal mit. Wo bist du? Ja, komm, hier, kriegst einen auf den Kopf. So, komm, Hundi. Hau ihn. Einen auf den Kopf, du Mistkind. So, wohin? Wo hinten? Genau. Na komm. Ja, komm. Hier bin ich. Kommandant. Ja, komm. Ich hab was für dich. Was ganz Feines. Versuchst du das überhaupt? Hallo? Wow, du versuchst es tatsächlich. Aua. Ja, du kriegst noch dein Fett ab. Hör auf, mich anzugreifen. Haha, danke, Hundi. So, jetzt gucken wir mal. Ja, was für ein... Komm mal mit, Hund. Da reißt mir schon wieder ein Creeper ein Loch in die Bude. Es ist doch nichts mal... Das hatten wir doch letzte Folge oder vorletzte Folge, ne? Es sind jetzt schon wieder ein paar Tage, die ich nicht gespielt habe. Hund, was meinst du? Was ist denn los, verdammt? Und wieso sind meine Frames so relativ low? Verstehe ich nicht. Ja, komm her. Komm, du kriegst einen. Zack. Oh. Nein. Hund? Ich sagte ja in der letzten Folge, Creeper sind Chefsache, ne? Ja, danke, Hund. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ach komm, gehen wir mal ein bisschen rum. Was habe ich denn hier mit? Okay, nur das Nötigste. Ach, guck mal an, da hinten sind Birken. Wollen wir ein paar Birken schlagen? Damit wir mal ein paar einladen. Na, guck mal mit, Hundi. Hab ich... Wieso verliere ich denn keine Energie? Also, wieso habe ich denn keinen Hunger? Das sind sehr merkwürdig aussehende... Das sind aber keine Birken, ne? Hab ich Knochenmehl? Ich wüsste gerne... Jetzt weiß ich auch nicht, ob man diese Schwarzeiche... Ob man die auch einzeln pflanzen kann? Oder muss man die jetzt... So im Viererpack? Boah, ich weiß es gar nicht. Wisst ihr was? Wir haben ja jetzt eh wieder ein bisschen... Ich muss mich jetzt eh wieder einspielen, Leute. Also ich starte noch nicht sofort durch. Ich weiß, wir werden die Erntemaschine natürlich in Angriff nehmen. Werd aber vielleicht, dazu erzähle ich gleich noch was. Ich werde jetzt erstmal kurz gucken, ob wir Bone Meal haben. Beziehungsweise wie viel wir noch haben. Habe ich den nicht hier oben? Nee, haben wir nicht. Ach, warte mal. Guck mal, Hundi. Hundi, komm her. Komm her. Hier. Und nochmal? Ja, guck mal. Jetzt geht's dir gut, hä? Ja, glaube ich dir. So, Bone Meal. Nehmen wir das mal mit. Ja. Ja, komm mit. Ja, komm. Bist ein Braver, hä? Komm. Ja gut, lassen wir die Tür hier auf. Du kannst dich ja eh porten. Kannst du das noch? Hundi? Jo. Tatsache, kann er. Was ich sagen wollte zu dem Ding. Vielleicht, ich habe jetzt nicht genau, obwohl, das dürfte eigentlich reichen. Ich habe mir schon gedacht, wenn das jetzt hier mit den Schaltungen zu weit hier reingeht, weil ich muss ja, wenn ich jetzt hier die Schaltung habe, muss ich ja 1, 2, 3, dann muss ich ja ungefähr hier, es könnte sein, dass es hier ein bisschen eng wird, dass ich dann die Erntemaschine vielleicht 1, 2 oder 3 Felder nach vorne setze.
Dass das dann hier nicht zu gedrungen aussieht, dass wir eventuell doch noch ein bisschen Weg haben, bevor es dann in die Höhle geht. Beziehungsweise in den Tunnel geht. Oder in die Unterführung. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich dann halt kurzfristig wirklich sage, anstatt hier ist es dann halt hier oder so. Das passt ja dann auch noch. Und hier hinten, wenn die Erntemaschine zu weit nach vorne ragt, guckt mal hier. Ach, guck mal, jetzt habe ich doch wieder Hunger. Morgenschwein. Dann können wir hier immer noch aufschütten. Haben wir ja noch genug Platz. Guckt mal hier. Das sind ja mehr als 3 Felder, die wir jetzt aufschütten können. Das wird reichen. Ne? So, ja, ja, klar. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist genug Platz. Zack, 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 zack. Nein. Das heißt, ich befürchte, dann ist es ja doch nicht so viel. Ich mache das mal testweise. So, irgendwo, wo es definitiv sonnig ist. Geh mal weg hier. Und wo genug Platz ist. So. Dann lasse ich das jetzt mal wachsen. Und ich wollte auch nochmal Ausschau halten, ob wir irgendwo so eine Sanddüne haben. Außer das kleine kärgliche bisschen. Ich würde sagen, hier können wir abtragen. Denn wir brauchen noch einiges an Sand. Für Sandsteine und so und Co. und etc. Ja, Hundi muss erstmal baden. Ist klar. Ne, mach ruhig. Mach ruhig. Ich überlege gerade, ob wir das gerade machen sollen. Da kann ich mich nämlich auch wieder ein bisschen sammeln. Und was ist da hinten? Ach so, unsere Werkbank. Okay, nee, ist okay. Gut, obwohl da hinten wäre ja auch, wir könnten ja im Prinzip, also bis da hinten, ich weiß ja nicht, wie weit es bis hier hingeht, wie weit wir hier bis in die Richtung ausbauen werden, später. Das steht hier noch alles in den Sternen. Und ich würde sagen, mal so ganz salopp, wir schlagen uns jetzt ein paar Birken. Und dann werden wir es auch tatsächlich so machen, dass wir die Erntemaschine so ein paar Blöcke vorlegen, vorherlegen. Noch ist ja nicht zu spät. Und ich muss gucken, ich brauche ja auch noch Redstone-Verstärker. So wie ich das in Erinnerung habe, beziehungsweise so wie ich das gemacht habe. Was nicht unbedingt die einzig richtige Möglichkeit sein muss, ich weiß es nicht. Aber es hat halt funzt. Gefordert hat auch gefunzt, ne? Was ist denn für eine Aussprache hier? Ich bin auch ein bisschen, das ist... Ich habe hier einen neuen Stuhl gerade, was heißt einen neuen, einen alten Stuhl. Mein alter hat ja, das habe ich in der letzten The Walking Dead Aufnahme gemerkt, total übelst störend geknarzt. Und da muss ich erstmal ran und ölen. Aber ich habe momentan kein Werkzeug, um die ganzen Einzelteile irgendwie... um den Stuhl in alle Einzelteile zu zerlegen und dann mal schön nachzuölen. Okay, wir pflanzen jetzt aber nichts Neues an. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ja, ich habe doch hier so. So, ach, hier unser provisorisches Feld, stimmt. Fehlt hier was? Hier fehlt doch was. Warum habe ich denn da nicht... Warum mache ich das nicht? Was schimpft ihr denn jetzt mit mir? Was? Ach ja, die Höhle unter uns. Und, ja, nicht und M. Ich würde sagen, machen wir die mal... Dann können wir nämlich hier auch ein bisschen abtragen. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Boah, ich weiß das gar nicht, ob das wirklich besser aussieht. Ich erzähle das einfach. Machen wir die 3. So, dass wir sagen, ab hier... So, ja, lass mich los. So ist gut. So und so und lass mich... Verdammt, was stimmt nicht mit euch? So. Ich würde sagen, dann ab hier. So. So, hier kommt das Wasser rein. 1, 2, 3. Dann ist hier Wasser. Und hier ist dann halt... Ich mache das jetzt...
erstmal wieder mit Erdblöcken. Das wird natürlich hinterher alles ersetzt durch Holz oder Stein oder was auch immer. Das ist jetzt nicht weiter. So, dann mach ich das mal weg und das und das. So. Das heißt, ich müsste... Das ist ein bisschen Quatsch, was ich hier mache. Obwohl, wir könnten hier das Bett hinstellen, dann müssen wir nicht immer wieder hin und her rennen. Ja, da war das Schach, du. So, und Fundi bleibt natürlich auch bei uns. Falls dann irgendwelche miesen Creeper kommen, dann... Oder irgendwelche dummen Zombies, dann kriegen sie gleich einen auf den Ömmel. So. Hund, pass auf, renn mir nicht in die Hacke. In die Axt. In die Hacke. So, dann packen wir das hier schon mal weg. Es kann sich jetzt natürlich mit der Maschine, mit der Weizenmaschine, ein bisschen ziehen. Das will ich jetzt nicht verhehlen. Bringt aber so solche Arbeiten halt mit sich, ne? Gerade in Minecraft, wissen wir ja alle. Dass es halt ein bisschen monotoner ist, aber ich meine, immerhin noch besser als irgendwelche Abtragungsarbeiten oder... Ja, ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt. Super. Kurz was trinken. Ach ja, es geht ja nichts über... Das hier ist eigentlich auch falsch. Wisst ihr was? Wir können hier eigentlich erstmal alles... Obwohl, nein, das stimmt nicht. Wenn wir jetzt hier... Wir machen das jetzt mal so, ja? Ist recht, ja? So, dann fülle ich das hier auf und das hier noch. So, wie war das jetzt nochmal? 7, 8, was? Oh, Hundi, guck mal her. Nee, Quatsch, ist okay. Bleib mal sitzen. Super. Habe ich noch was für dich? Nee, leider nicht. Tut mir leid. Jetzt habe ich wieder vergessen. Das ist, weil man immer wieder anfängt. Und dann immer wieder irgendwelche Pausen hat, weil man sich irgendwie wieder ablenkt durch von irgendwas. Du doch, nee, komm du mal her. Komm mal her. Hier hin, komm hier hin. Hab ich einmal bei. Aber die hätten wir hier, richtig? Was? Okay, nochmal zurück nach Hause. Hund, komm mal mit. Hund? Komm mal mit. Versuch das jetzt mal ein bisschen gezielter und... Ja, komm mit. Komm. Weißt du was, Hund? Du bleibst mal hier. So, braver Hund. Ja, ich weiß. Bewachst das Haus, ja? Ach, guck mal, ich habe doch hier Blaumohn, ne? Boah, nee, da nehme ich mal 2, 3 mit gleich. Und die pflanze ich mal hier. Oh, Blaumohn mag ich. Was wollte ich nochmal? Nicht... Ja, hier ganz genau. Nehmen wir mal... Ja, nehmen wir mal 2 mit. Und hier nehmen wir mal 4. Ja? Dann können wir nämlich 2 links, 2 rechts einfallen lassen. Nein, so ungefähr. Na. Und hier habe ich mir gedacht, wenn der jetzt... Ja, warte mal. Wenn ich jetzt hier ein Blumenbeet machen würde, beziehungsweise wenn ich jetzt hier... Ja, ja, ich weiß, nicht wieder zu viel nachdenken über irgendwelche anderen Sachen. So und einmal hier. Ach, ist das schön. Und dann hier, wo es so schön sonnig ist. Und dann einmal hier. Und dann haben wir das auch. So, ja, du bleibst hier. Du pass auf. Und, ach, guck an. Guck mal an. Ja, was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Ich mochte recht behalten haben. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich hoffe, wenn ich jetzt den Baum fälle, und das werde ich jetzt gleich mal tun, dass wir mindestens, wo ist der andere Setzling? Hier ist er. Dass wir jetzt mindestens noch 3 weitere Schwarzeichensetzlinge bekommen.
Weil wenn nicht... Boah, ich... eigentlich mag ich ja Schwarzeiche, ne? Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Also das Holz finde ich, also mit diesem Texturenpaket, da werde ich ja in der Zukunft, in naher Zukunft, auch mal, ich weiß, das habe ich auch schon öfter angekündigt, auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Beziehungsweise mal Texturenpakete austauschen, mal mit einem Misa-Pack spielen. Oder, ja nee, mit dem Sphex eigentlich nicht, weil, oder Sphex, allein schon das Wort auszusprechen ist schon, den Namen auszusprechen ist schon eine Überwindung. Aber ich mache dieses Texturenpaket gut. Ist ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht schlecht, aber auch jetzt nicht unbedingt so super. Ach, gucken wir einfach mal. Dann wollte ich auch gucken, ob ich irgendwie nochmal eine vernünftige More Creatures Mod reinkriege. Okay, einen haben wir schon mal. Nein! Gib mir die. So. Was ist denn hier los? So. Wo war der jetzt? 1, 2, 4. Tatsächlich, wir haben einen neuen Baum. Und den pflanzen wir gleich mal ganz genau. Hier und hier und hier und hier. Und bitte gib uns mehr. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Dieser Stuhl, der ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Und wann immer ich sage, es ist gewöhnungsbedürftig, heißt es, dass ich mich sehr schlecht nur an etwas gewöhne. Komm. Wo wir schon mal hier sind und die Axt in der Hand haben. Gelegenheit macht ja Diebe. Da wollen wir uns mal ein bisschen... Ach, noch einer. Klack. Noch 3 Stück, bitte. Wir warten auch, wie wir schlagen nicht selber das Gestrüpp. Weil irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, es kann Einbildung sein. Ich glaube, das ist auch nur Einbildung. Aber die Chance ist irgendwie größer, wenn man es von alleine decayen lässt. Ach komm schon. So, ich mach das hier mal weg. Mit der Axt natürlich. Damit ich auch... Ja, keinen Setzling verpasse. Falls es noch irgendwelche Setzlinge gibt. Ansonsten ist das ja doof. Wenn da jetzt gar nichts mehr runterkommt. Also wenn nach jeder Baumschlachtung einer mehr runterfällt als nötig. Aha, da ist noch einer. Noch 2, komm schon. Na komm. Ist so viele noch da, komm schon. Das warten wir jetzt natürlich noch geduldig ab. Boah, wir sind ja auch schon wieder... Es zieht sich aber auch wirklich hin mit der Maschine, ne? So, und liebe Leute, früher oder später, da macht euch schon mal drauf gefasst, werden wir auch in diese Richtung auswandern. Und einmal in diese Richtung auswandern, weil wir haben noch sehr viel zu entdecken. Vielleicht nicht jetzt in den nächsten 2, 3 Folgen, das okay, aber ewig werde ich dann auch nicht warten lassen. Aber ich glaube, als nächstes wäre es mal nicht verkehrt, wenn man jetzt erstmal natürlich die Maschine fertig baut. Und dann, ja, weiß ich nicht, Bauernhaus direkt weiter oder halt mal auch in der Höhle. Aber ich bin so reiselustig. Ich bin wirklich reiselustig und das ist jetzt wirklich kein Scherz. Ich will auch nicht irgendwie irgendjemand damit nerven, obwohl ich mich teilweise selbst schon damit nerve. Die letzten Reisefolgen waren auch wirklich ein bisschen arg extrem. Aber auch allein nur deswegen, weil wir nicht so viel gefunden haben, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Weil normalerweise, wie ich schon in den letzten Reisefolgen gesagt habe, du läufst kaum 5 Meter und schon hast du neue Biome. Also damals war es auf jeden Fall so. Ich meine, was hat sich denn geändert seither? Ich meine, es sind neue Biome hinzugekommen und die kriegt man jetzt andauernd vor die Füße geworfen, ne? Also diese Extreme Hills und so weiter. Jetzt gibt's keine... Ach ja, ich habe ja mal, just for fun, ich habe ja, muss ich ja gestehen, richtig... Nein, es gibt keine Setzlinge mehr. Ja gut, komm, dich hauen wir noch. Keine Setzlinge mehr. Okay, wie gesagt, wenn immer 2... Genau, wenn nach jedem Baum 2 Setzlinge mehr, nach dem Pflanzen, also wenn jedes Mal 6 fallen, bleibe ich trotzdem bei... Egal.
Wir werden mal gucken. Ich denke mal, wenn wir irgendwann auch mal in die Richtung oder in die Richtung wandern, werden wir mit Sicherheit auch nochmal Schwarzeiche kriegen. Und dann werde ich ein bisschen weiter ausholen und sammeln. Was ich sagen wollte, genau, ich habe privat mal eine neue Welt erstellt. Einfach just for fun. Und ihr werdet es nicht glauben, ungelogen. Ich habe da sofort, also ich bin erstmal auf normal Plains gestartet. Und dann bin ich 2 Meter gelaufen und hatte da erstmal einen Sumpf. Dann hatte ich Wüste, das ist kein Scherz. Ich hatte Schwarzeiche und ich hatte Akazie. Ich habe leicht, mir kam leicht die Galle, ganz ehrlich. Also ich war da nicht begeistert. Das war so voller Hohn und Spott, die Karte. Aber ist okay, das merke ich mir einfach und ihr werdet ja schon sehen, ihr Minecraft-Götter, was ihr davon habt, mich zu verspotten. Ernsthaft? Ist das eure Antwort? Ist das eure Antwort? Ihr wisst ja irgendwann, wenn ich den Löffel abgebe, ne? Sehen wir uns, wenn ich Glück habe. Ich will jetzt schlafen. Ja, weil ich wollte jetzt eigentlich... Jetzt habe ich die ganze Zeit diese Monkey Island Melodie im Kopf. Weil ich auch nebenbei noch teilweise die alten Folgen von Gronkh gucke. Die alten Minecraft-Folgen. Einfach nur herrlich. Ja, und das hier, das ist jetzt suboptimal, diese Sonnentextur. Aber der Mond, der ist schön. Darf ich jetzt schlafen? Dankeschön. Obwohl, eigentlich blöd, warum bin ich nicht nach Hause gegangen? Ich wollte hier sowieso ein paar Sachen ablegen. Und da... Das ging aber schnell. So. Wisst ihr was? Dann machen wir das noch. Ich meine, die Sendung ist jetzt eh gleich zu Ende. Dann beenden wir die... Wir warten ein bisschen und... Nee, ich meine, das... Okay, das sieht jetzt wegen diesen anderen... Kann man das so zeigen? Ich muss ja noch ein Thumbnail machen, ne? Das sieht ein bisschen blöd aus mit den ganzen anderen Dreck da. Wenn ich hier... So? Aber dann muss ich jetzt ein bisschen... Wisst ihr was? Weg mit dir. Dann starten wir halt die nächste Folge mit den Fällen dieser Schwarzeiche. Na komm. So. Ist ja gar nicht nervig. Na komm. Ach gut. So, du auch nochmal. Und du auch nochmal. So, nicht direkt ins Sonnenlicht. Das sieht ein bisschen blöd aus. Aber zum Glück, ich meine prinzipiell, es reicht ja auch, wenn man immer nur eine Schwarzeiche garantiert hat. So. So ein bisschen mehr Himmel wegen dem Thumbnail. So. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen uns feuchtfrivol in der nächsten Folge ja weiter an, so oder zurück an die Arbeit an der Erntemaschine und wahrscheinlich wird aus diesem Vorhaben eh nichts, weil ich mich kenne. Gut, ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!